Hi, ich bin Ferdi von CET Automotive. Heute fahren wir im Audi Q8 4M, das heißt der niegelnagelneue Audi Q8 SUV, der eigentlich nicht größer ist als ein Q7, also nicht beirren lassen von der Nummer, die Q8 heißt. Das Fahrzeug hat gerade mal 3.500 Kilometer auf der Uhr, ist also brandneu, frisch eingefahren vom Autohaus und wir durften ihn jetzt schon haben für die Tieferlegung bzw. unsere Active Suspension Control. Das Ganze ist wie beim Audi A7 Plug and Play. Dauert ungefähr 1,5 Stunden mit dem Verbau hier und das Fahrzeug ist echt heftig. Also wir können hier einen Spagat machen zwischen Offroader, Geländewagen-SUV und zwischen Sport-Coupé im tiefen Dynamikmodus. Also es ist wirklich gelungen, hat aber, wie wir festgestellt haben, doch noch die ein oder anderen, naja, man weiß nicht, ob das bei so einem frischen Fahrzeug als Feature gilt oder als Bug. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns auf das Audi Drive Select verlassen, weil wir hier die Tieferlegung profilbasiert machen. Wenn wir jetzt beispielsweise vom Dynamik in den Automodus wechseln, dann sehen wir hier auch, die Balken verändern sich, das Fahrzeug fährt hoch. Aber was lustig ist, es trotz minimaler Fahrwerksveränderung ist das relativ langsam. Also das haben wir schon bei den anderen Fahrzeugen schneller gesehen, beim A6 und beim A7 zum Beispiel. Dann macht er das zack, zack, fährt hoch seine Achsen oder beziehungsweise auch respektive runter. Und dann ist das erledigt, das Thema. Bei diesem Fahrzeug, selbst für diese 15 mm, die er sich da bewegt, gönnt er sich ein bisschen Freizeit. Was noch aufgefallen ist, wenn wir zum Beispiel beim Audi A6 oder A7 hier diesen Anheben-Button benutzen, dann hebt er ja sofort vom Niveau aus das Fahrwerk an. Das kommt uns ja zugute, weil wenn wir jetzt zum Beispiel extrem tief fahren wollen und das Fahrwerk im Stand nicht mehr nachreguliert, dann können wir ja quasi anheben und absenken machen und das Fahrwerk neu startet. Hier ist aber das Problem, sobald wir, egal in welchem Modus wir sind, anheben machen, werdet ihr gleich feststellen, au, er springt in den Allroad-Modus. Okay, interessant. Da will er ja das Fahrwerk komplett hochfahren, ist echt komplett SUV. Sieht überhaupt nicht mehr so sportlich aus, sondern es sieht einfach nur noch aus, wie ich will aufs Gelände. Wenn ich jetzt aber wieder auf Absenken klicke, dann bleibt er einfach stumpf im Allroad-Modus. Also es interessiert ihn gar nicht, dass ich mal im Dynamik war. Oder wenn ich jetzt das Spielchen vom Auto aus Modus starte. Ich bin im Auto und ich sage anheben. Flutsch, geht er in den Allroad-Modus. Gehe ich jetzt wieder zurück in den Automodus, dann senkt er sich auch automatisch zusätzlich wieder ab. Also ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, ob das ein Feature ist oder ein Bug. Das können die einen so sehen und die anderen wiederum so. Also ich persönlich würde das eher begrüßen, wenn das so wäre wie beim A7, wenn ich das Anheben separat vom Modus steuern kann, ohne dass ich in den Allroad-Modus gehe. Sei mal so dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall die Drive Select abhängige Regelung. Bedeutet, jetzt sind wir zum Beispiel im Automodus, bedeutet hier in der App haben wir das Profil 2, hier haben wir keine Tieferlegung eingestellt, das Fahrzeug ist absolut original. Wir blenden euch mal den Allroad-Modus ein, damit ihr wirklich euch davon ein Bild machen könnt. Also der Allroad-Modus mit Anheben ist wirklich brutal hoch und ist eigentlich gar nicht so geil. Also es sieht nicht so gut aus, wir sind mal damit eben ein bisschen gefahren. Von der Straffheit her ist er tatsächlich so, dass er nicht zu weich ist, also er schaukelt nicht zu krass nach. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Automodus machen, mit Absenken, dann fährt er wieder ein Stück... er hat nicht abgesunken. So, Automodus, dann senkt er sich automatisch ab, fährt er dementsprechend wieder runter. Wir machen euch jetzt zum Beispiel mal einmal den Dynamikmodus an. Da sieht man in der App auch sofort Profil 3. Hier haben wir eine Tieferlegung eingestellt von 25-20. Und ich finde, dann sieht der Q8 automatisch noch geiler aus als vorher, weil die Tieferlegung passt optimal. Wären jetzt noch auf diesen dicken, fetten, puschen Werks 22 Zoll Felgen noch Spurplatten drauf, dann würde ich sagen, wäre aus die Maus, dann wäre das Ding hier wirklich absolut perfekt von der Optik her. So sieht er schon mörderisch geil aus. Und wenn wir dann das Fahrzeug tatsächlich irgendwo mal abstellen wollen, dann wollen wir den Rest vom Fahrwerk rauskitzeln und aktivieren in der App einfach den Show-Modus, der hier eingestellt ist auf 50-45, weil wir haben festgestellt gehabt, bei unter 5 cm, Bei so einem fetten Querschnitt vom Reifen, da sieht man nicht mehr viel. Und so sehen wir noch perfekt den Übergang, dass er den Reifen da wegschneidet und dann passt das. Was ich hier anmerken möchte, wir haben ja schon festgestellt, dass das Fahrwerk generell etwas träger arbeitet als beim A7, sagen wir mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Tiefe endgültig erreichen wollen, dann würden wir theoretisch hier anheben und absenken machen wollen.
Aber in diesem Fall wechselt ihr das ganze Drive Select Menü und dann schmeißt ihr uns ja den Showmodus wieder raus. Das heißt, wenn wir wirklich die maximale Tiefe erreichen wollen, mit Showmodus muss man gucken. Also manchmal reguliert er sofort nach, wenn wir den Showmodus aktivieren und das Fahrwerk ist noch nicht so krass träge, dann geht er sofort komplett runter. Manchmal macht er das nicht, dann würde es eher passen, wenn man einfach den Dynamikmodus quasi runterschiebt, die Schiebe auf 5 cm und dann ihn anpassen lässt. Das ist halt leider eine Trägheit vom Fahrwerk. Die ist halt gegeben, die können wir nicht beeinflussen und dementsprechend ist das beim Q8 mit dem Showmodus ein bisschen tricky. Da sollte man vom Dynamikmodus aus wahrscheinlich ihm den Rest, also nicht wahrscheinlich, sondern vom Dynamik aus sollte man einfach den Rest, also auf den Showmodus wechseln, damit er den Rest dann nachreguliert. Also ich sage euch das nochmal als Beispiel. Wir sind im Automodus, gehen in den Dynamik, wo er dann schon 2 cm hat und aktivieren dann den Showmodus direkt, damit er das halt sofort anfährt, weil dann hat er noch die Aktivierungsregulierung vom Dynamikwechsel und dann passt er sich sofort an. Wir haben jetzt in diesem Fall den Allroad-Modus quasi nicht als eigenes Profil gemacht, weil der Allroad-Modus fährt werkseitig ja schon echt komplett hoch. Das ist schon fast Fahnenstange vom Fahrwerk nach oben hin. Und damit ihr halt diese Fahrwerksreaktivierung besser nutzen könnt, zum Beispiel jetzt für den Show-Modus oder um den Dynamik-Modus schneller zu erreichen, ist der quasi kein eigenes Profil. Also wenn ihr auf den Allroad und wieder zurück auf Dynamik geht, dann findet kein Profilwechsel in der Handy-App statt. So, das war's auch schon vom Audi Q8 mit der Active Suspension Control. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Video.